Ja, grundsätzlich ist die Situation im Kolo, sehe ich das auch als große Chance für uns als Gruppe. Wir haben uns am Sonntag auch gegen viele Widerstände und auch gegen unglückliche Umstände gewehrt, haben als Gruppe eine Reaktion gezeigt. Mit der tollen Unterstützung von den Zuschauern konnten wir dann auch am Ende noch ausgleichen. Und ja, auf der Reise gibt es immer Widerstände, sind immer Dinge, die im Weg rumliegen. Und jetzt ist es halt so, dass Jesper kurzfristig weg ist. Kolo wird auch nicht spielen. Aber wir sind jetzt nicht hier, um darüber zu jammern, sondern wir nehmen die Herausforderungen an. Und eins ist auch klar, dass Eintracht Frankfurt immer größer ist als ein einzelner Spieler. Und wir morgen als Gruppe gemeinsam mit unseren Zuschauern versuchen, über die Ziellinie zu gehen. Dafür brauchen wir die Unterstützung auch von unseren Fans. Und eins kann ich versprechen, dass alle, die morgen auf dem Platz stehen werden, sich für Eintracht Frankfurt zerreißen werden. Alle, die auf dem Platz stehen, alle, die auf der Bank sind, alle werden uns maximal unterstützen. Und ich glaube, mit unseren Zuschauern im Rücken werden wir dann auch gemeinsam über die Ziellinie gehen.